Ahoi, Asphalt-Cowboys und Cowgirls. Willkommen, liebe Tetrapackies, hierzu On The Road. So, ja, wir stehen hier in irgendwo. Ich habe keine Ahnung, wann ich das letzte Mal, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Ich hätte auch nachgucken können. Aber ihr wisst ja, Überraschungen sind immer lustiger. Genau, wir warten immer noch sehnlichst auf das neue Update. Jedoch es war für Kalender voraussichtlich Kalenderwoche 42 angekündigt, ist aber bisher noch nicht erschienen. Das Hoffen und Bangen geht weiter. Wir freuen uns auf das Update. Aber ich hatte trotzdem Lust, mal wieder hier auf den Bock zu hüpfen und ein wenig herumzufahren, jawohl. Genau das machen wir jetzt auch mal. Aber ihr habt gesehen, ich habe eine Route gewählt innerhalb von Hamburg. In der Hoffnung, dass wir genau dort sind. So. So, komm. Oh Mann, was ist denn hier los? Ich wollte sagen, da... Oh oh. Oh doch, das war knapp. Zwänge ich mich ganz frech zwischen. Ja, so viel dazu. Na gut, oh, ich glaube, wir sind in Kiel. Mhm. Auch nicht schlimm. Fahren wir erstmal zur Homebase. Oder, na, wir werden sehen. Ja. Auf das Update bin ich sehr gespannt. Eigentlich wollte ich heute zwei Videos hochladen. Life is Strange, aber mein Mikro, die Spracherkennungssoftware wollte es irgendwie nicht akzeptieren. Hallo? Ich glaube, da vorne ist... Ja. Ein Unfallstau, okay. So. Da sind wir jetzt aber schlauer. Also hoffentlich. Kommt er mit seinem Truck. Da dran vorbeigeschossen, weißt du? So. Ich glaube, die in den Autos hatten genügend Angst. Ja. Also ich hätte es. Wenn ich sehe, ich würde da langfahren. Ich hätte Angst um mein Leben. Oh. Oh oh. Das war sehr optimistisch. Die Reifen testen. Das ist nur... weil ich sehen wollte, wie das aussieht. Toll, oder? Ja. Nee, was wollte ich sagen? Mit dem Blick hin und her gerade, das hat mich ein bisschen daran erinnert. Ich bin seit letzten Freitag stolzer Besitzer einer Oculus Rift. Und... ich muss zugeben... dass ich viel Zeit... in der virtuellen Realität habe. Das Setup stimmt aber auch noch nicht ganz hundertprozentig für mich.
Und ich muss eine Möglichkeit suchen, die Controller besser benutzen zu können. Daran arbeiten wir gerade. Aber Leute, VR ist schon echt eine feine Sache. Ich stelle mir gerade vor, ich könnte hier bei On the Road in VR sitzen. Und ja, genau aus diesem Grund überlege ich gerade. Oh-oh. Oh-oh. Nein. Boah, Mann, komm klar. Huh. Ja, genau aus diesem Grund überlege ich gerade, ob man nicht vielleicht den ETS 2... Denn soweit ich weiß, unterstützt dieser die Oculus Rift. Und das würde ich doch gerne mal probieren. Allerdings, ja. Wie ihr seht, ich fahre jetzt schon... Naja. Aber ihr wisst ja auch, ich steuere das ganze Teil nur mit dem Ellenbogen. Mit einem einzigen Ellenbogen. Nicht mit beiden. Und das ist nicht unbedingt... Ich meine, das könnt ihr ja selber mal probieren. Steuerung auf Tastatur stellen. Und dann steuert ihr nur mit dem Ellenbogen. Ich gebe mit W Gas. Mit S bremse ich. Mit Q und E, Q und E kann ich lenken. Mit A und D auch. So, und dann könnt ihr mal gucken, wie sich das Ganze anfühlt. Das ist schon Abenteuer, würde ich sagen. Also das kann man zumindest behaupten. Naja, und in der virtuellen Realität ist das natürlich noch eine Schwierigkeitsstufe höher. Denn... Na, ich muss mal eben hier um die Kurve kommen. Denn man sieht ja auch den Ellenbogen respektive die Tastatur nicht. Also tippt man im Blinden und das ist schon... Ich habe das mit Project Cars 2 probiert. Wow. Eben einen Schluck trinken. Ja, ich habe das mit Project Cars 2 probiert. Es ging eine Weile gut, aber dann hatte ich die Tasten verloren. Ja, und dann kam der Unfall. Irgendwie 35 Mal das Auto um die eigene Achse gedreht. Horizontal und zum Schluss dann noch ein paar Mal vertikal. Weil wir auf so eine Kante gekommen sind. Das war... Mir war schon recht schlecht danach. Das kann ich wohl sagen. Ja, und das Ganze will ich jetzt halt auch noch aufnehmen. Bei Project Cars 2 war das Problem. Ich habe noch nicht herausgefunden, wie ich das mit Shadowplay aufnehmen kann. Denn wenn ich auf die Aufnahme drücke, meinen Shortcut benutze für die Aufnahme, dann reagiert er nicht. Oh, oh. Obwohl... obwohl die nicht doppelt belegt sind. Also die beiden Shortcuts, der Shortcut für Project Cars 2 und für die Experience, GeForce Experience Shadowplay. Aber ja, da muss ich nochmal ein wenig recherchieren. Ansonsten nehme ich OBS mal. Mein Computer ist jedoch mit VR absolut an der Obergrenze. Das ist, ja. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das überhaupt zum Aufzeichnen reicht. Um es zu testen, auf jeden Fall. Aber mit dem Aufnehmen muss ich mir noch was einfallen lassen. Aber das wäre richtig nice hier mit VR. Schön die A7 runterknallen. Vor allen Dingen, was mir dann aufgefallen ist im VR, gerade jetzt auch bei Project Cars 2, diese Immersion, einerseits das Geschwindigkeitsgefühl, andererseits die Tiefenwahrnehmung. Also du kannst genau sagen, wie weit das Schild entfernt ist. Du weißt genau, wie rechtzeitig du bremsen musst und diese ganze räumliche Wahrnehmung. Also das ist einfach schon fantastisch. So. Tanken müssen wir ja wohl nicht, ne? Also hoffe ich. Oh, oh.
nur das Licht mal eben einschalten. Ah, da sollte man auch immer vorsichtig sein, dass man nicht irgendwo reinfährt. Gerade ich. Ist ja sonst meine Spezialität. Mal eben auf einen anderen Knopf drücken, bumm. LKW tot. Fahrer auch. Ah, der ist aber auch schnell auf Höchstgeschwindigkeit. Also, wenn der einmal rollt, am Anfang hat er Schwierigkeiten. Die ersten Gänge manchmal. Aber dann schiebt er. So, wow. Was haltet ihr von Mudrunner? Hatte ich, glaube ich, schon mal gefragt, ne? Da muss ich jetzt auch mal gucken. Mit der Voice Attack? Ja. Da hatte ich sogar schon mal überlegt, ob man das für Gold Rush einsetzen könnte. Aber da bin ich mir nicht sicher. Da sind ja doch schon extrem viele Befehle, aber zum Beispiel, weiß nicht, wenn ihr das Spiel Gold Rush kennt, da habt ihr ja euren eigenen Claim, an dem ihr Gold suchen könnt, also euer eigenes Grundstück sozusagen. Einen kleinen Minenabschnitt und da könnt ihr erst anfangen mit Schaufel und richtig, ne, wie die uralten Schatzsucher. Und später benutzt ihr dann Maschinen, immer größere. Bagger, Radlader, ist alles dabei. Naja, und dann habe ich mir überlegt, wenn man auf dem Bagger sitzt und man macht einen Sprachbefehl, um die Baggerschaufel zu schließen und zu öffnen. Also ich müsste gucken, wie lange muss man die Taste gedrückt halten, bis die Schaufel ganz geöffnet oder ganz geschlossen ist. Und so lange definiert man diesen Sprachbefehl. Also ich sage Haltetaste, meinetwegen X gedrückt, um die zu schließen. Und das für 3,5 Sekunden. Dann müsste er sie genauso lange drücken, bis sie zu ist. Und so könnte das eventuell funktionieren. Na, mal schauen. Und das Tolle bei Voice Attack ist, wenn ich da so ein Profil gemacht habe, dann kann ich das auch weitergeben. Dann können dieses Profil andere Leute auch nutzen. Und ich denke, das ist doch gar keine allzu schlechte Sache. Oh, Concentration. Ja. So viel zu, der Retarder war nicht stark genug. Das ist es. Das war schuld. Ja, auf jeden Fall ist das so die Idee dahinter. Und fürs VR möchte ich halt dieses Voice Attack auch nutzen. Dazu jedoch... Moment. Dazu jedoch müssten die Sprachbefehle irgendwie nativ in den Treiber eingebunden werden, also die Schnittstelle. Oder aber über einen Emulator, aber ich weiß noch nicht, ob das funktioniert. Teilweise hat es geklappt, habe ich das gestern probiert. Aber es war halt noch nicht hundertprozentig. Also es ist so viel einzustellen und zu programmieren, das ist nicht so ganz ohne. Und langfristig gesehen komme ich nicht drum rum. Ich brauche meinen Joystick, weil dann kann ich im Virtual Reality den LKW auch besser fahren. Ich könnte meine Hand auf den Joystick legen und wüsste dann immer Gas geben, bremsen, ne? Also das wäre dann, da müsste ich dann auch nicht mehr hinschauen. Also, ja, das wäre doch wohl die beste Lösung, würde ich sagen. Unser schöner Truck. Bei dem Update. So. Bei dem Update, das jetzt kommen soll,
Da sollen dann auch Repaints für den LKW möglich sein. Da muss der Tetra-Gamer auch direkt mal eins machen. So wie beim Tetra-Bus. Tetra-W. Ah. Ja, nicht wirklich. Also, erzählt er wieder. Ja. Aber mal gucken. Tetra-Trans. TT. Naja, warum nicht? So, Bleibst du stehen? Aber er fährt vorbei. Immerhin. Ich kenne eine Simulation, da würde es ausreichen, dass ich so stehe. Und die Autos würden nicht weiterfahren. So. Hier müssen wir nämlich hin. Okay. Da sind wir also. Blinken müssen wir nicht. Die in Hamburg wissen, wo wir hinwollen. Im Straßenverkehr bitte nicht nachmachen. Da muss man selbstverständlich ordentlich blinken. Und geladen, jawohl. Ja, wir fahren ja auf jeden Fall ganz vorschriftsmäßig raus. Mit Blinken. Und reihen uns hier auch auf der Linksabbiegerspur ein. Oh oh. Das war... Ach du Hai. Ja. Ich glaube, das war knapp. Aber er hat keinen Warnblinker an, also... war es auch wohl tatsächlich nur knapp. So. Was haben wir ein Gegurke hier? Rechts herum, links herum. Und immer knapp bei Gelb. Kommst du zurück? So. Sehr schön. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ne. So. Das war mir doch zu tricky. Also, da kann man dann auch ein bisschen warten, nicht wahr? Ich wäre mal gespannt darauf, wie so ein Third-Person-View dann in VR aussieht. Bestimmt wie so ein Spielzeug-LKW oder so. Oder ja, kommt drauf an, wie die Größenverhältnisse getroffen werden, ne? Oh, ja. Ey. Ich dachte, die hätte ich drauf gehabt. Merkwürdig. So, wir holen mal weit aus, denn wir sind nah genug an der Wand gewesen. Wie wir von außen ja sehen konnten. Aber das ist hier wieder Karneval, oder? Karneval, da haben die... Da haben die Hamburger nicht so mit. Falsche Stadt, Marcel. War es wohl schon länger nicht mehr in Hamburg. Nein, leider, das stimmt tatsächlich. Oh, 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 oh. A little lag, please.
kämpf dich hoch, Reifen. Wir haben ja die neue Abtastung der Reifen. Na? Komisch. Die in den Patchnotes von dem kommenden Update ist das jetzt schon gemacht worden, weil es gab vorher immer solche merkwürdigen Hänger-Sounds. Obwohl, nee, die gab es nur bei dem anderen Hänger, glaube ich. Vom Sattelmaul da irgendwelche Quietschgeräusche. Weil die haben wir hier gar nicht. Ich dachte schon, haben die das heimlich? Habe ich das gar nicht mitbekommen? Weil ich hatte extra vorher noch nachgeguckt vorhin. Na sowas. Mysteriös. Der Bluescreen zeigt's, die Aufnahme war eine Plage. Aber eins ist sicher, keine Frage. Ich komm wieder, bis die Tage. In diesem Sinne bleibt mir nur noch zu sagen, Leute, haltet die Ohren steif, habt eine geile Zeit. Bis zum nächsten Mal, euer Tetragamer Marcel. Ciao, Leute.